Gibt es einen Film mit Killerkaninchen? Sonst müsste man mal ganz schnell einen aufnehmen. Meines Wissens nicht, aber wenn du gern einen aufnehmen möchtest und Schauspieler bekommst, ist das natürlich kein Problem. Und du es irgendwie schaffst, hierher zu kommen. Oder umgekehrt. Aber dann wäre das kein Problem. Es gibt bestimmt irgendeine schöne Drehbuch-Generator-Zeug-Dings-Gedöns-Software im Internet. Da braucht man das nicht selber zu schreiben. Und da kommt dann bestimmt was Lustiges bei raus. Ja, doch, ich glaube, es gab irgendwie mal einen Film mit Killerkaninchen irgendwie. Oder zumindest irgendeinen Kurzfilm auf YouTube irgendwas, habe ich mal was gesehen. YouTube Glaube ist ja ich. doof. Wer mag denn schon YouTube? Naja, seit Kinox.to und Movie 4K.to zum Honeypot umgebaut haben, dann ist ja nicht mehr so gut dort anzugucken. Weil dann wird deine IP-Adresse aufgeschrieben und das ist ungünstig. Ja. Da gibt es dann bestimmt irgendein rechtliches Schlupfloch. Ich habe aber keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Oh, ich habe hier uns so ein kleines Feld angelegt. Das ist schön. Das ist auch eins der unlogischen Dinge, die ich nicht verstehe. Warum Wieso? sperren die solche Webseiten, wenn die für den Datenschutz eigentlich sind im Prinzip? Die klauen sich dann die Nutzerdaten, die dort aufgeschrieben wurden, um Leute abzumahnen. Nennt sich das Datenschutz? Also, Und Anonymität online sind sie ja auch alle das dafür. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall der Fall, dass wir werden ja auch nicht irgendwo ausspioniert so rum. Also, dass die Webserver das aufschreiben und die Webseitenbetreiber ist ja gut, aber wenn dann aus irgendeinem Grund, dann, das ist also, dann irgendjemand, Let's Fastball Together, ne? Aus irgendeinem Grund jemand dann die Webseite sperrt und die noch nicht mal sperrt, sondern da einfach eine Falle baut, dass da gerade Leute, die da drauf gehen, die IP-Adresse aufgeschrieben wird und die dann abgemahnt werden. Das ist eigentlich Brot. oh, Hast du freudig. Brot? Ah, da ist ein Creeper in unserem Schlafzimmer. Es ist. Geh weg. Und da ist ein Skelett hier unten. Versuch gerade den Creeper zu töten. Hat ja super geklappt. Ja, finde ich Wo auch, sind der die ist Betten tot. hin? Hier haben wir ein Bett. Hast du zwei Betten? Ja. Gut. Wo bist du? Dort, da drüben und da oben. Ich Genau. wusste, der Creeper mag unsere Inneneinrichtung nicht. Ja, toll. Er hat nur das einzig Richtige getan. Hätten wir vielleicht lieber Tine Hitler, Wittler rufen sollen. Ah, ich werde sterben. Wo ist mein Brot? Und mein Bett wurde blockiert und dadurch muss ich jetzt irgendwo hinlaufen. So. Darfst dich gerne teleportieren, wenn du möchtest. Nee, nee, ich cheate nicht. Ach, schade, dann bist du ja gar nicht meine Natur. Wenn mir was nicht Nicht in passt, dann cheate Minecraft. ich. Na gut, ich bin Hacker, ich darf das. So. Wie komme ich jetzt hier hoch? So, gehe ich mal hier so lang. Jetzt liegst du hier in Einzelteilen rum. Voll das Jump'n'Run. Jetzt muss ich mich hier andersweitig rausgraben, weil ich sonst alles aufsammel und dann muss ich wieder so viel sortieren und das will ich ja nicht und so, weißt du? Und das, ja. Da kriegst du ja einen Kollaps.
Mach hier gerade voll das Jump'n'Run, damit ich nach oben komme. Könnte natürlich auch die Glastreppe nehmen, aber das wäre ja. Nee, das wäre zu einfach. Ja. So. Die ist, steht ja auch gar nicht deswegen dort. Nee, steht auch nicht. Steht einfach nur dafür. Die steht einfach nur da, damit man da durchgucken kann. Ich benutze 20 Stacks Glas, um sowas zu bauen, nur damit ich durchgucken kann. Ja, normal. Das ist ja wie in Deutschland Steuerverschwendung hier. Gut, wir sind in Deutschland, aber müssen sie ja nicht wieder Regierung machen, ne? Wie bringe ich das Bett dazu, dass es in der Luft bleibt? So. Was drunter hast stellen? Doch. Ja, ich hab's. Dann schon. So. Oh mein Gott, du bist intelligent. Ich weiß. So mein. Deswegen darf ich ja auch 26 Seiten Paragraphen auswendig lernen bis nächste Woche. Was? Ja. Welche Paragraphen, wenn ich das mal fragen dürfte? Hier ist übrigens nur ein Helm Beruf. Für dich. Für meinen Beruf, die ganzen rechtlichen Sachen. Ach so. Und das sind nun mal 26 Seiten. Freu dich. Hast bestimmt noch keine einzige gelernt. Nö. Hey, wir haben das erst gestern gesagt bekommen, ja? Und nächste Woche und? Mittwoch. Nee, da kann man ja schon mal, kann ja mal ein halt. Wenig lernen. Montag schreiben wir die Prüfung. Und gestern haben wir gesagt bekommen, dass wir damit anfangen müssen. Und war der Plot bei mir unsichtbar? Nein. Das ist freudig dort drüber, dass das so ist. Nein, das ist nicht schön. Aufpassen, Pfeil. Das Gute an meinem Beruf als Schüler ist, dass ich nie zu lernen brauche und trotzdem gute Zensuren schreibe. Ja, so war es bei mir in der Schule eigentlich auch. Und jetzt Berufsschule nicht. Tja. Ob man hier in der Version jetzt Glas abbauen kann und es wieder hinsetzen? Nein. Da fragt es mich bloß, was verstehst du unter guten Zensuren? Gut ist 2. Ach so. Ab 2. Ich verstehe darunter 1 und aufwärts, aber gut. Hä? Ist doch das Gleiche. Ach so, so rum. Auf. Ja. Und 2 ist eine gute Note. Deswegen heißt ja auch gut 2. Ja. 3 ist es befriedigend. Und 1 heißt sehr gut. Von daher fällt es noch mit dem endet es mit dem Namen gut. Von daher ist es gehört es zu einer guten Note. Ach so. Wenigstens einer, der mal gute Noten hat. Ich darf hüpfen. Ja. Jetzt sieht dieses offene Haus schon viel besser aus, so mit dem Holzanbau, den ich da dran gesetzt habe. Das Haus, das wollte ich eigentlich irgendwann mal abreißen, aber gut. Auch eine Möglichkeit. Ja, dafür muss erstmal das andere da fertig werden, dieses andere Ding da. Ist da auch wieder recht. Fliegende Teppich. Aus Glas. Ja. Weißt du, was ich für eine gute Idee halte? Ich sollte mir mal Minimap installieren. Sonst finde ich hier nämlich nie wieder zurück. Hier ist ein Enderman. Und da guckt mich ein Creeper böse an. Bau mir mal den Baum ab, Creeper. Danke. Oh nein. Nein. Ich hasse es. Nein. Also bitte, ich bitte dich. Was machst du denn da schon wieder? Ja, ich hast du nicht ordentlich die Minecraft-Kampftechniken gelernt?
Nee. Sind übrigens 126 Seiten lang. Das solltest du doch von gestern lernen bis heute. Warum hast du das nicht gemacht? Gib mir eine Begründung. Musst du zocken. Hast du so immer vergessene Hausaufgaben begründet, oder wie? Hin und wieder. Nein, das habe ich hin und wieder echt gemacht. Da ich hingegangen bin, der Lehrer fragt mich, wieso hast du deine Hausaufgaben nicht? Ich musste zocken. Toll, jetzt liegen meine Sachen irgendwo. Ach, oh Mann, Gott. Wieso tust du das denn? Ich bin wieder runtergefallen. Ich wurde von einem Creeper geschleudert von über eine Klippe und dann bin ich gesterbt. Gesterbt? Wieso gesterbst du denn? Na, weil ich halt gesterbt bin. Na, da, da. Ich hab Holz abgebaut, ohne dass ich mich anstrengen musste. Ich flieg grad zu meinen Sachen. Hey, ich hab's sogar gefunden. Gott, ich hasse das, wenn man die Sachen verliert. Da muss man immer so lange sammeln, ne? Ich lese mal den nächsten Themenvorschlag vor, ne? Okay. Auch zum Thema Schule, und zwar, ob wir an unserer Schule einen Amoklauf machen würden. Wow. Okay. 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 Ist ja eine Frage, ne? Ist ja nichts gegen einzuwenden. Hast du vielleicht auch noch diesen Namen von diesem User, von dem dieses Themen gekommen ist? Oder wäre das? Ich habe das hier alles in schönen Tabellenform abgepackt, aber ich glaube, da war irgendwie was mit WCLP oder sowas. Also. Okay. Schreib mir mal bitte später nochmal diesen Namen. Ich werde ihn. Ich muss ihn mal suchen. Ich weiß gar nicht, ob ich den noch hab. Ich bin da ein bisschen ordentlich in diesem Sinne. Wir haben schon wieder einen Creeper hier. Dann können wir auch mal die Frage beantworten. Ich weiß nicht, wie du sie beantworten würdest. Ich würde sie eher mit Nein beantworten, aber ich würde sie auch mit Nein. Oh, verdammt. Weil manchmal gibt es Situationen, da wäre sowas vielleicht sinnvoll, die Welt von manchen Lehrern und Schülern zu erlösen. Aber das kriegen die bestimmt auch selbst schnell genug hin. Oh, die werden eh. Irgendwann bringen sie sich mit ihrer eigenen Dummheit selbst um. So, mir fehlt jetzt die Hälfte aus meinem Inventar, aber das Wichtigste ist noch da. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass gerade eine Person im WhatsApp mit mir versucht, Kontakt aufzubauen. Und ich bin's nicht. Handy jetzt gleich wahrscheinlich klingeln. Ich bin's nicht. Ich schreibe nämlich ungern auf WhatsApp. Außerdem habe ich deine Telefonnummer nicht. Das stimmt auch nicht. Und du nicht meine. Ach doch, die steht ja an Skype. Mist. Oh, ich hatte einmal meine Facebook aus Versehen drin. Muss ich ganz schnell wieder rausnehmen, weil mich ganz viele Leute angeschrieben haben. Oh, aua, ungünstig.